Moin, liebe Freunde da draußen an den Bildschirmen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Viper. Wir zocken heute mal wieder ein Sid Meier-Spiel nach Colonization Classic. Wir zocken Sid Meier Civilization 4 in der Ultimate Edition wohlgemerkt. Deswegen steht da oben auch Beyond the Sword. Jo, Freunde, wir starten ein Einzelspiel. Ich hatte euch ja mal im Let's Schnacken angesprochen, welche Zivilisation wir spielen wollen. Ihr habt auch zahlreich geantwortet, nämlich gar nicht. Ja, es ist wirklich so. Es hat kein Schwein geantwortet darauf. Sehr schön. Deswegen bin ich jetzt mehr oder weniger gezwungen, es selbst zu regeln. Das ist aber kein Problem, weil ich habe nämlich schon eine Auswahl getroffen. Passend zu Colonization werden wir nämlich, ich merke gerade, die sind alphabetisch sortiert. Finde ich gut. Wir spielen... Ups. Nein, mit dem spielen wir nicht. Wir spielen mit Sitting Bull, das heißt, wir spielen mit den Indianern. Und wir spielen passenderweise auf Kriegsherr. Ich finde, das passt ganz gut als Anlehnung zum zweiten Civilizations-Teil. Da haben wir ja auch auf Kriegsherr mal nicht gespielt. Oder Feldherr hieß es damals noch. Siegbedingungen, seht ihr hier, könnten wir die Zeit nehmen. Also so wie Civ 3, dass dann irgendwann einfach Schluss ist. Nö. Eroberung... Ist auch ähnlich wie bei Civ 2, da habe ich ja auch im Livestream habe ich ja alle platt gemacht. So müsst ihr euch das vorstellen, also alle Hauptstädte erobern. Vorherrschaft, weiß ich jetzt nicht genau, was es ist, kulturell. Ja, heißt halt, dass man die anderen kulturell dominiert, ne? Da braucht man nicht viel zu sagen. Weltraumrennen kennen wir ja auch schon aus Teil 2 und auch aus Teil 3. Also das zieht sich auch so ein bisschen durch die Civ-Reihe. Ich glaube, bei Civ 1 gibt es das auch, da bin ich mir aber jetzt nicht so ganz sicher. Und Diplomatie, also wenn wir schaffen, dass alle KI-Spieler sich mit uns verbünden wollen. Also, dass wir mit allen ein gutes Verhältnis haben, aber nein, das wird nicht klappen. Ja, wütende Barbaren natürlich, wie es sich gehört. Religionen auswählen, was neu ist, denn ja, ab Civ 4 gibt es tatsächlich auch Religionen, was ich zum Leidwesen in Teil 5 wahrscheinlich wieder dementsprechend auswirken wird. Ich kenne das ja schon. Wir spielen die Karte Kontinent. Größe natürlich riesig, bitte. Das ist das Größte. Es muss nicht so klein sein. Klima gemäßigt, alles gut. Wir haben übrigens gerade Schnee draußen, Freunde. Meeresspiegel hoch ist auch in Ordnung. Zeitalter Antike ist auch in Ordnung. Geschwindigkeit. Ich glaube, Marathon ist das Langsamste, wenn ich mich nicht irre. Ich mach mal Marathon. Ich glaube, das ist nämlich das Langsamste. Zylindrisch, alles gut. Ressourcen, ja, kann man ruhig mal ausgewogen machen, ne? Gut. So, die anderen Fraktionen, weil ich nicht wissen will, welche das sind. Aber ich will trotzdem nur gegen 8. Also ich will trotzdem mit insgesamt 8 spielen, so wie es sich eigentlich gehört. Und nicht mit zigtausenden. Gut. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in die Runde von Civilizations 4. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen, auch wenn er gleich fertig ist. Okay, er läuft weiter. Also das erinnert schon mal so ein bisschen an Civ 1, wenn ich ehrlich bin. Wir sehen eine Sonne, mehr oder weniger. Ich glaube, das soll jetzt einfach die Entstehung der Erde zeigen. Am Anfang. Ah. War die Erde wüst. Leer. Onkel Scar spricht. Doch die Sonne schien auf den schlummernden Planeten herab und ließ tief unter der Erdkruste gewaltige Mächte erwachen. Ozeane teilten sich und es entstanden gewaltige Kontinente und Gebirge. Mächtige Erdbeben peitschten das Meer. Vulkane spien glühende Lava aus und erfüllten die Atmosphäre mit seltsamen Gasen. Und in diesem Mahlstrom aus Luft, Feuer und Wasser
regte sich das erste zaghafte Leben. Winzige Organismen, Einzeller und Amöben eroberten winzige Lebensräume. Die Saat des Lebens war ausgebracht und begann zu wachsen und zu gedeihen. Schon bald blühte auf den Kontinenten das Leben. Und mit dem Leben kamen Instinkt, Spezialisierung und natürliche Auslese, Reptilien, Dinosaurier und Säugetiere. Und schließlich entstanden die ersten Anzeichen höherer Intelligenz. Und mit ihnen der Mensch. Die Früchte der Intelligenz waren zahlreich. Das Feuer, Werkzeuge, Waffen, die Jagd, die Landwirtschaft, die Entstehung von Familien, Dörfern und Stämmen. Es fehlte nur noch eine Zutat. Ein Führer, der die Stämme zu einen vermochte, der sich das Land untertan machte, um etwas zu erschaffen, das die Zeiten überdauern sollte. Eine Zivilisation. Eine Vision, ein Ziel. Sag ich dazu nur. Jo, ich glaube, das war's dann. Gut, dann ich habe das übrigens jetzt gerade zum ersten Mal komplett gesehen. Vorher kannte ich das noch nicht. Und ja, ich glaube, wir werden Onkel Scar auch noch öfters hören. Der Synchronsprecher, der schweigt ja leider mittlerweile. Also er ist nicht tot, aber er kann nicht mehr sprechen. Also er ist nicht mehr als Synchronsprecher tätig, aus gesundheitlichen Gründen. So, die Musik. Ich wollte jetzt noch mal gucken, weil die kam mir doch gerade ein bisschen laut vor, ehrlich gesagt. Also das hat sich einiges geändert, Freunde. Also auch, und die Musik ist sogar recht leise eingestellt. Warum war die denn im Intro gerade so schreiend laut, sag mal? Ja, gut. Okay. Alles klar, Freunde. Wir starten mit dem vierten Civilizations-Teil. Huh. Wie gesagt, ironischerweise. Huh. Genau. Wir fangen mit einem Krieger an und mit einem Siedler, die übrigens verschieden positioniert sind. Das ist... Ups. Ich wollte hier gleich eigentlich direkt eine Stadt hinhauen und das machen wir auch. Kanokia. Ja, kann so bleiben. Ist okay. Dann bauen wir erstmal einen Krieger. Also ihr merkt schon, es hat sich einiges geändert. Vor allen Dingen auch grafischer Natur hat sich einiges geändert. Man sieht auch hier oben, das sind übrigens Technologien. Auch das hat sich geändert. Wir haben jetzt hier unten ein Banner. Also wir wissen immer, was Sache ist. Also wir sind das Indianische Reich unter der Kontrolle von City Bull. Ich habe übrigens das Intro weggedrückt. Entschuldigung. Philosophisch 100% Geburtenrate, doppelte Produktionsgeschwindigkeit für Universität. Schützend, freie Beförderung, Garnison 1, Drill 1, Bogenschützen, Schießpulvereinheiten, doppelte Produktionsgeschwindigkeit für Stadtmauern, Schloss. Welche Ironie. Wenn ich darauf klicke, nee, dann nicht. Stockbrief, ja. Stockbrief ist auch gut. Sehr schön. Also wir nennen uns nicht nur Viper, sondern Lars Viper. Der Rest kann so bleiben. Also rein theoretisch könnte man auch mit einer random eigenen Zivilisation spielen, sage ich jetzt einfach mal. Kann ich jetzt nicht nochmal irgendwie... Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ja gut, dann ist es halt so. Dann habe ich das jetzt versäumt, dann ist es eben so. Ist aber nicht schlimm. So, hier haben wir dann unsere Technologien. Ne? Man kriegt jetzt auch neuerdings Empfehlungen rein, beziehungsweise die hat man ja schon von Anfang an gekriegt. Bloß jetzt ist es eben halt alles ein bisschen ausgeprägter. Wir nehmen den Bergbau für den Anfang. Und hier ist schon mal gehende Leere. Sehr schön. Fängt schon mal gut an. Gut. Okay, also
Dann latsch mal darüber, bitte. Ne, unsere Hauptstadt ist übrigens mit einem Stern markiert, wie man sieht. Also das System, Städtebau und so weiter ist eigentlich immer dasselbe geblieben. Das hat sich nicht geändert. Ne, die Musik ist jetzt zivilisationsspezifisch. Ne, also jede Zivilisation hat ihre eigene Mucke. Also das ist nicht mehr so wie bei Civ 3 oder Civ 2, wo die Musik einheitlich ist. 216 Gold haben wir bekommen. Vielen Dank. Nehme ich gerne. Ne, also ihr merkt schon, es hat sich einiges geändert. Im Gegensatz zu Civ 3 hatten wir ja, also in Civ 3 hatten wir ja damals einen Siedler und einen Bautrupp. Und dieses Mal haben wir einen Krieger dabei. Was ganz gut ist. Soweit ich weiß, ich glaube, das war auch schon Civ 3 so, spielt es hier keine Rolle mehr, wie viele Einheiten eine Stadt produziert. Also das ist jetzt scheißegal eigentlich. Ne, also wir können in dem Sinne so viele Truppen produzieren, wie wir lustig sind. Alter, ist das eine Hügellandschaft. Heidewitzka. Die Grenzen von Cahokia wurden erweitert. Wie schön. Ich hoffe mal, dass es keine Zivilisation gibt, die genauso wie wir indianischer Natur sind. Das wäre nämlich doof. Oh. Tiere. Ja, Tiere gelten hier als Barbareneinheit. Der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen. Das ist übrigens auch neu. Statt Bilder oder sowas oder einfach nur, ja, hast die Technologie erfunden, kriegt man jetzt immer so ein kleines Zitat mit reingeworfen. Gesprochen bzw. gelesen von Onkel Scar, wie gesagt, ermöglicht die Modernisierung Minebauen. Führt zu Steinmetzkunst und Bronzeverarbeitung, genau. In Civ 2 war es ja noch die Bronzebearbeitung, soweit ich weiß. Und jetzt ist es die Bronzeverarbeitung. Wir nehmen erstmal die Jagd. Ah, wir kriegen einen Bautrupp, der anscheinend nach wie vor zwei Felder laufen kann. Das ist ganz gut. Damit haben wir unseren ersten Bautrupp. Ja, das finde ich auch sehr schön. Man kann jetzt die Kämpfe besser verfolgen. Erfahrung 1 von 2, genau. Also das Beförderungssystem, darauf werden wir auch noch eingehen. Das ist nämlich auch ein völlig anderes mittlerweile als früher. Früher war es ja so, Einheit hat gekämpft, Einheit hat gewonnen. Dann hieß es dann irgendwann, ja, Veteranenstatus oder eben halt auch Elite-Status. Das ist jetzt nicht mehr gegeben. Das ist jetzt anders. Ich habe das wieder weggedrückt, entschuldigt. Wenn ihr es lesen wollt, sonst einfach die Pausentaste drücken. Ich bin es gewohnt, das wegzudrücken. Entschuldigung. Ich muss mich erstmal umgewöhnen. Verzeihung. Ja, dann greift ihn doch gleich mal an. Hier sieht man übrigens die Kampfchancen. 96,5%. 2.0 haben wir, also 50% Bonus gegen Tiere und 20% gegen Barbaren. Kann man hier anhand des Schädels erkennen. Man könnte also meinen, das sind durchaus Piraten. Und dann wollen wir mal. Sehr schön. Ich denke mal, jetzt dürfte unser Soldat oder unser Trupp nächste Runde befördert werden. Genau. Hier seht ihr das jetzt. Es gibt jetzt nicht mehr, wie gesagt, den Veteranenstatus. Ihr seht ja hier die Erfahrungsanzeige. Und jetzt können wir eine Fähigkeit von den dreien aussuchen. Was haben wir denn hier? Stärke, Einheit befördern. Kampf 1. 10% mehr Stärke. Einheit befördern, Waldkampf 1, Verteidigung für die Geländeart Dschungel, Verteidigung für die Geländeart Wald, jeweils 20%. Häuserkampf, 20% Stadtangriff. Ne, wir nehmen die Stärke erstmal. Stärke ist immer gut, aber Intelligenz ist besser. So. Ja, wie gesagt, die Ressourcen springen uns jetzt regelrecht entgegen. Also das ist alles ein bisschen lebendiger als noch in Teil 3 und besonders lebendiger als in Teil 2. Ne? Also das merkt man dann auch. Und vor allem, man kriegt auch schon angezeigt, ab wann die Einheit wieder befördert wird. Finde ich sehr, sehr gut. Muss ich wirklich sagen. Ne? Man sieht auch hier Forschung. Früher oder später werden wahrscheinlich auch noch andere Sachen dazukommen. Das weiß ich aber nicht mehr genau. So, Minebaum plus 2 Produktion wird durch den Hammer angezeigt, genau. Geringe Entdeckungschancen für Gold, Silber und dann noch irgendwas, was ich nicht identifizieren kann. Eisenbahn plus 1, 12 Runden dauert's. Okay, dann bauen wir mal. So. Dann gucken wir mal weiter. Es wird schon mal fleißig geblökt. Und unsere Krieger schreiten weiter voran. Stalin! Russland!
Aggressiv industriell. Verhältnis zu Lars Viper vorsichtig gegenüber Lars Viper. Der Stalin, du. Das ruhmreiche Arbeiterparadies Russland grüßt euch. Nun, werden wir Freundschaft schließen oder verspürt ihr Todessehnsucht? Erstmal Frieden. Aber war klar, dass wir gleich schon wieder jemanden finden. Das ist leider so ein kleiner Nachteil bei Civ 4. Man stößt relativ schnell auf gegnerische Stämme. Leider. Ich hätte es gerne anders, aber naja. Ist halt so, ne? Also ich habe gerade gesehen, wir haben einen Siedler in Auftrag gegeben und schon hat die Produktion für die Bewohner gestoppt. Das kommt auch noch dazu. Auch das ist neu. Beziehungsweise, ich glaube, das war schon in Teil 2, in Teil 3 so. In Teil 2 war es noch nicht so. In Teil 3 ist es so. Sind wir jetzt schon auf die Russen getroffen. Na Mensch. Und das unter Stalin. Und schon den nächsten Kandidaten. Genghis Khan, mongolisches Reich. Willkommen, wertes Staatsoberhaupt des Indianischen Reiches. Meine Truppen können eure Truppen jederzeit die Stirn bieten. Also, wie wollt ihr es halten? Werden wir Freunde oder Feinde? Kann man hier noch runterscrollen? Ja, sein. Okay. Ja, Frieden. Frieden ewig werden. Vielen Dank. Aber das ist leider so eine Sache. Finde ich sehr von Nachteil, ehrlich gesagt. Da mochte ich das in den vorherigen Teilen ein bisschen besser. Da hat es wenigstens gedauert, bis wir die getroffen haben. Hier geht das leider relativ schnell, obwohl wir eine riesige Karte genommen haben. Aber naja, gut, lässt sich jetzt nicht ändern. Der, der zwei Hasen jagt, lässt einen zurück und verliert den anderen. Alles klar. Was haben wir denn hier? Jetzt können wir den Speer bauen, alles klar. Also die haben alle schon Jagdtechnologie, wisst ihr Bescheid? Tierzucht, auf jeden Fall. Russen und Mongolen treiben sich jetzt beide hier rum. Ist klar. Und irgendjemand hat einfach mal schon den Hinduismus erfunden. Nee, ist klar. Oder entdeckt oder wie auch immer. Nee, also wie gesagt, es gibt hier zum ersten Mal auch Religion. Wie gesagt, gerade in Teil 5 wird das gerne mal sehr nervig. Ne? Weil die KI dann gerne mal frech wird. Und dazu neigt dich mit seinen Geistlichen zu nerven. So, wir gucken mal weiter. Wir schicken lieber Krieger aus, die können wenigstens kämpfen. Na, dann werden die nicht gleich von den Tieren verschlungen. Achso, die können gerade nicht wegen... Ja, okay, das ist natürlich dann ein Problem. Jo, dann geh erstmal in die Stadt und warte da erstmal. Ich muss tatsächlich sagen, Civilization 4 habe ich nicht ganz so oft gespielt. Tatsächlich. Also ich habe schon öfter gespielt als, glaube ich, den dritten Teil. Vor allen Dingen auch durchgespielt. Aber das ist alles schon eine ganze Weile her. Also ich muss tatsächlich sagen, von den Civilizations-Teilen, von der Reihe her, habe ich den fünften Teil bislang am meisten gespielt. Tatsächlich. Muss ich wirklich so sagen, ganz klar. Aber wir verfolgen mal den russischen Speer-Trupp. Das sind ja jetzt alles Trupps, das sind ja keine einzelnen Leute mehr. Das ist übrigens auch noch so eine Geschichte. Teil 3 und Teil 2 sowieso waren das ja alles einzelne Leute und jetzt sind es Gruppierungen. Also es sind immer so 2-3 Mann und vielleicht sogar manchmal noch mehr unterwegs. Ich glaube, in Teil 5 ist es tatsächlich so, dass die Gruppen dann noch größer sind als jetzt schon. Ne, also es gibt so einige Veränderungen zwischen Teil 3 und Teil 4. Vor allem finde ich das gut, dass wir den Forschungsbalken hier oben haben. Dass wir immer einen Blick haben, wie weit ist jetzt die Technologie vorangeschritten. Ne, auch hier die Rundenanzahl ist auch neu. Also die Zeit war vorher immer schon da, aber die Anzahl der Runden war nicht da. Das ist auch zum Beispiel so eine Geschichte. Und vor allen Dingen, ich glaube, ihr könnt... Ja, ihr seht tatsächlich die Realtime-Uhrzeit. Das ist auch neu. Ich glaube, das haben sie in Teil 5 dann aber wieder rausgenommen. Hier kann man tatsächlich sehen, wie spät es ist, als ich das aufgenommen habe. Also ihr seht schon 10.38 Uhr, das ist durchaus richtig. Ne, da brauche ich nicht viel zu sagen. Ist tatsächlich so, weil ich will nachher auch noch arbeiten. Wollen sowieso, aber ich habe nachher, wie gesagt, noch Dienst. Ne, spät nachmittags, so ab 4:45 Uhr. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade mir die Zeit genommen, das zweite Projekt aufzunehmen. Das ist eigentlich genau verkehrt herum, weil 9 Clues habe ich tatsächlich schon aufgenommen. Fertig aufgenommen sogar. Also die Parts sind fertig.
Und die werden dann um 16 Uhr rauskommen. Civilizations wird um 11 Uhr kommen. Ne, beide werden parallel an einem Tag... Nein. Nein. Nicht Krieg erklären. Wir wollten einfach nur da reinlaufen, damit wir mitgucken können, was der Russe da so findet. Und die Kaserne dürfte auch bald fertig sein. Das ist sehr schön. Ich muss aber die Stadt erstmal ein bisschen größer werden lassen.